Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht, wo wir insha'Allah ta'ala jetzt weitermachen werden mit der Geschichte Adams, aber heute nicht direkt mit Adam, sondern mit der Nachkommenschaft von Adam alayhi salam. Wir hatten in den letzten Unterrichten die ganze Zeit über die Schöpfung Adams gesprochen gehabt. Wir haben darüber gesprochen gehabt, wie Adam erschaffen wurde, in welchen Stadien und Phasen er erschaffen wurde. Wir haben aufgezeigt gehabt, wie der erste Kontakt zwischen ihm und den Shaitan entstanden ist. Wir haben über die Geschichte des Shaitans gesprochen gehabt, warum er sich nicht niedergeworfen hat. Wir haben über die Schöpfung Hawas gesprochen gehabt, wie sie erschaffen wurde. Und dann auch über die Geschichte von dem Baum und der ersten Sünde, dem ersten Fehler, welchen der Mensch begangen hat. Und wie daraufhin Adam alayhi salam gemeinsam mit seiner Frau Hawa alayhi salam das Paradies verlassen mussten. Wir hatten auch gesagt gehabt, dass Adam alayhi salam jetzt gemeinsam mit seiner Frau Hawa auf die Erde gekommen sind. Und wir hatten auch gesagt gehabt, wo auf der Erde, oder dass es da diesbezüglich unterschiedliche Überlieferungen gibt, die nicht ganz authentisch sind wahrscheinlich, aber es da auch unterschiedliche Überlieferungen gibt. Was hatten wir denn gesagt gehabt? Über den Ort, den Adam alayhi salam und Hawa dann betreten haben auf der Erde, als sie das Paradies verlassen mussten. Wo sind sie gelandet, wenn sie vom Himmel kamen? Oder wohin sind sie gekommen, als sie aus dem Paradies vertrieben wurden? Ja. Beim letzten Mal hat man gesagt, dass die in Indien gelandet sind. Ja, sehr gut, in Indien. Ja. Absolut richtig, in Indien, ja, in Bangladesch, manche. Ja, manche haben aber auch, es gibt Überlieferungen, die deuten darauf hin, dass sie im Hijaz, das heißt in Jeddah oder ein auf As-Safa, einer auf Al-Marwa gelandet ist. Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß dies am besten. Und wir hatten auch aufgezeigt gehabt, dass das erste Haus, die erste Kultstätte, welche für die Menschen bestimmt wurde und welche errichtet wurde, zumindest die Fundamente, welches Haus gewesen ist, wie es Allah Ta'ala im Koran sagt, Al-Ka'ba. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkah. Das erste Haus, welches für die Menschen festgelegt wurde, welches sozusagen mawdu', also welches sozusagen, wie kann man wada' übersetzen, also welches ja festgelegt wurde für die Menschen, vorgesehen wurde für die Menschen, ist jenes in Bakkah. Und wir hatten letztes Mal auch ein wenig über die Ka'ba al-Musharrafa gesprochen gehabt. Und jetzt treffen sich Adam und Hawa alayhi salam wieder. Es gibt einige Überlieferungen, die darauf hindeuten, dass sie sich dann in Arafa wieder getroffen haben sollen, auf Jabal al-Rahma, dem Berg der Barmherzigkeit. Und deswegen soll er auch Arafa heißen. Es gibt noch andere Bedeutungen für Arafa, wie von I'tarafa, das heißt, ich gestehe meine Sünden ein, oder Arafa von Ma'rifatullah, ich lerne Allah subhanahu wa ta'ala an diesem Ort kennen. Aber manche sagen auch von Ta'arafa, ja, sich kennenlernen, dass Adam und Hawa sich wieder dann dort an diesem Ort getroffen haben, nachdem sie aus dem Paradies verbannt wurden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Wir wollen heute insha'Allah ta'ala jetzt uns mit der Frage beschäftigen, wie ging es jetzt weiter? Allah ta'ala, er erzählt uns nicht alles aus dem Leben Adams. Das heißt, es wird jetzt nicht genau berichtet, was passiert auf der Erde. Was hat Adam alayhi salam in Detail ganz konkret getan? Das ist auch nicht wichtig für uns. Allah ta'ala, er erzählt uns in seinen Geschichten immer nur das, was wichtig für uns ist. Einzelheiten und Details finden wir nur dann in den Geschichten, wenn sie auch für uns eine Lehre haben. Wenn es jedoch Details sind, aus denen wir keinerlei Lehren ziehen können für uns,
dann werden diese von Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht erwähnt. Der Koran ist kein Geschichtsbuch, sondern der Koran ist ein Buch der Hidayah, ist ein Buch der Rechtleitung. Allah ta'ala, er spricht immer wieder, wir hatten das ganz am Anfang gesagt gehabt, über die Geschichten der Propheten als Ibra. Eine Ibra ist eine Lehre. Eine Lehre, welche ich aus diesen Geschichten ziehen kann. لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. In ihren Geschichten ist eine Ibra. Und wir hatten auch einmal erklärt gehabt, was das Wort Ibra bedeutet. Das ist sehr, sehr wichtig, damit wir verstehen, warum bestimmte Dinge erwähnt werden, wiederum andere nicht. Was bedeutet das Wort Ibra? Wie übersetzen wir Ibra? Wie übersetzen wir das Wort Ibra? Wie wird es im Koran, also in der Übersetzung? Lehre, genau. Aber was ist die ursprüngliche Bedeutung von Ibra? Was? Nein. Von welchem Verb kommt denn das? Von Abara. Was heißt denn Abara? Nein. Überqueren? Ja, richtig, sehr gut. Überqueren. Ubur. Ubur ist was? Etwas sozusagen eine Überquerung. Ya'buru shari'a. Er überquert die Straße. Und deswegen heißt es auch Ta'bir al-Ru'ya. Ta'bir al-Ru'ya ist die Ru'ya, das Traumgesicht, den Traum, den man gesehen hat, zu deuten. Das heißt, eine Brücke zu schlagen zwischen der Traumwelt und der realen Welt, sodass dieser Traum auch Sinn ergibt. Und eine Ibra ist dementsprechend etwas, wo zwei Dinge miteinander verbunden werden. Ganz konkret hier eine Geschichte, die in der Vergangenheit geschehen ist, mit unserer heutigen Realität. Das ist eine Ibra. Mit anderen Worten, wenn Allah Ta'ala mir die Geschichte von Adam erzählt, dann erzählt er mir die Dinge, welche als Ibra geeignet sind. Also als etwas geeignet sind, was ich in meinem heutigen Leben auch gebrauchen kann, was ich umsetzen kann, was mir meinen Weg zeigt, wie ich richtig zu handeln habe, damit ich von diesem Menschen lerne. Das ist eine Ibra, das heißt eine Brücke geschlagen zwischen mir und demjenigen, über den etwas erzählt wird, zwischen meiner Geschichte und der Geschichte von Adam oder der Geschichte der anderen Propheten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er lässt also jetzt vieles aus, viele Einzelheiten. Was war, als sie sich wieder getroffen haben? Er lässt auch aus, wo sie sich wieder getroffen haben. Das finden wir nicht im Koran, ist auch völlig unwichtig. Er lässt auch aus, wann das gewesen war, wie viele Zehntausend, wie viele Tausende Jahre das her ist. Allahu a'lam, wissen wir nicht. Das ist alles nicht wichtig, weil darauf kommt es nicht an, weil der Koran nämlich zeitlos ist. Der Koran erhebt nicht den Anspruch, ein Buch der Geschichte zu sein oder ein Buch der Geschichte zu einem Geschichtsbuch. Das ist überhaupt nicht der Anspruch des Korans. Sondern der Anspruch des Korans ist, dass er uns Geschichten erzählt, die wirklich so stattgefunden haben, aber uns nur das erzählt, was wirklich wichtig für uns ist. Und alles andere lässt er dann beiseite. Und heute, inshallah ta'ala, kommen wir jetzt auf eine ganz, ganz wichtige Geschichte im Leben von Adam alayhi salam zu sprechen. Und zwar die Geschichte von den beiden Söhnen Adams. Die Geschichte von den beiden Söhnen Adams. Viel mehr wird über die Nachkommenschaft von Adam alayhi salam, die direkte Nachkommenschaft von Adam alayhi salam, im Koran nicht erzählt. Wir haben hier natürlich viele der Israeliyat. Und wir hatten schon mal gesagt gehabt, was Israeliyat sind. Was sind Israeliyat? Erzählungen. Genau, Erzählung aus dem Alten Testament. Ja? Das muss jetzt nicht nur im heutigen Alten Testament sein, kann auch sein, dass es sich um Apokryphen handelt. Was sind Apokryphen? Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Apokryphen, wer kann kurz erklären, was Apokryphen sind? Ja? Sind das nicht die Schriften der Christen, die nicht in den vier kanonischen... Genau, die nicht in den Kanon aufgenommen wurden. Das heißt, die nicht sozusagen zur offiziellen Version der Bibel gehören. Ja? Also nicht in der Bibel aufgenommen worden, in der heutigen Bibel. Ja, welche die Christen für heilig ansehen. Ja, und das sind Apokryphen, sogenannte Geheimschriften.
sogenannte was? Geheimschriften. Gibt es sehr, sehr viele. Wie beispielsweise das Thomas-Evangelium, das Barnabas-Evangelium und andere. Ja, das sind alles Apokryphen, nennt man das. Es gibt sehr, sehr viele Apokryphen. Und auf jeden Fall haben wir jetzt eine Vorgeschichte, die wir aus diesen unterschiedlichen Überlieferungen haben, die wir kurz erzählen werden, um dann insha'Allah ta'ala auf die Ayat zu sprechen zu kommen. Welche nichts davon erzählen. Das heißt, diese Ayat, die wir jetzt lesen werden, insha'Allah ta'ala im Koran, die erzählen uns nichts von diesem Kontext, die wir aus diesen Geschichten haben. Aber trotzdem erzählen wir das, damit wir vielleicht das ungefähr einordnen können. Und zwar sollen jetzt Adam und Hawa alayhimas salam Kinder geschenkt bekommen haben. Von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das muss ja jetzt mit der Menschheit in irgendeiner Weise weitergehen. In irgendeiner Weise muss es ja weitergehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat das so bestimmt, dass so gut es geht für diese Anfangsphase, diejenigen, die miteinander heiraten, auch so weit entfernt sind voneinander. Und da Adam und Hawa die ersten Menschen gewesen sind, da Adam und Hawa alayhi wasalam die ersten Menschen gewesen sind und es keine anderen Menschen gab, hat Allah subhanahu wa ta'ala Hawa mindestens zweimal schwanger werden lassen mit Zwillingen. Wie viele Kinder sie noch hatten, Allahu a'lam. Aber laut dieser Überlieferungen mindestens zweimal schwanger werden lassen mit Zwillingen. Und zwar einmal ein Zwillingspaar, ein Junge und ein Mädchen und dann wieder ein Zwillingspaar, ein Junge und ein Mädchen. Wobei der Junge, wie es aus diesen Überlieferungen hervorgeht, in dem einen Zwillingspaar Qabil hieß oder Kain auf Deutsch und der andere Junge Habil hieß und zwar Abel. Ja, wir haben Kain und Abel. Kain und Abel. Ja, so finden wir das auch im Alten Testament. So finden wir das auch im Alten Testament. Und jetzt sind sie erwachsen geworden und Qabil wollte unbedingt seine Zwillingsschwester heiraten, weil er sie besonders hübsch fand und er wollte unbedingt sie heiraten. Jedoch hatte Allah subhanahu wa ta'ala etwas anderes bestimmt gehabt, nämlich, dass der jeweils andere die Schwester des anderen heiratet, sodass man so weit auseinander ist wie möglich. Und das hat dann dazu geführt, dass sie ein Opfer darbringen mussten, was darüber entscheidet. Und das hat dann wiederum zu einer Katastrophe geführt. Und wir wollen uns diese Geschichte insha'Allah ta'ala mal etwas näher anschauen. Interessant ist, und das finde ich interessant, dass im Koran im Übrigen überhaupt nichts darüber gesagt wird. Das heißt, im Koran finden wir über diese Sache überhaupt nichts. Das heißt, wir wissen nicht genau, ob das wirklich so war oder nicht. Der Koran erzählt uns nicht darüber. Der Koran erzählt lediglich von einer Sache, nämlich, dass beide ein Opfer darbringen sollten. Warum sie dieses Opfer darbringen sollten, was der Grund dafür war, darauf geht der Koran überhaupt nicht ein. Wir wissen es einfach nicht. Und deswegen noch einmal zu dem Umgang mit solchen Überlieferungen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Hadithu an Bani Israel wa la haraj. Erzählt von den Kindern Israel und darin liegt kein Vergehen. Darin liegt kein Vergehen. Ja? Aber, وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Wer über mich jedoch vorsätzlich eine Lüge ersinnt, der kann seinen Platz in der Hölle einnehmen. Und deswegen haben die Gelehrten gesagt, ja, man kann die Überlieferungen der Leute der Schrift oder der sozusagen aus dem Alten Testament, ja, der Juden und Christen in drei Kategorien unterteilen. Drei Kategorien. Einmal Überlieferungen, die das bestätigen, was wir im Koran haben. Die nehmen wir an, nicht wegen der Überlieferung, sondern wegen dessen, was wir im Koran haben. Zweitens, Überlieferungen, welche ganz klar dem Koran widersprechen. Diese Überlieferungen lehnen wir ab, weil sie dem Koran widersprechen. Und drittens, Überlieferungen, welche uns Einzelheiten zu Umständen geben in den Geschichten der Propheten. Und diese Überlieferungen, sie bestätigen wir weder, noch lehnen wir sie ab. Sondern wir überlassen das dann einfach Allah subhanahu wa ta'ala, aber wir können sie zitieren, ich habe mich ein bisschen auf die Zunge, wir können sie zitieren, ja, und auch erwähnen, um dann sozusagen zu verstehen, was könnte der Umstand gewesen sein von dieser Geschichte. Und jetzt wollen wir uns einfach mal insha'Allah ta'ala auf das einlassen, was Allah ta'ala uns erzählt. Und zwar sagt Allah ta'ala folgendes in Surat Al-Ma'idah,
Vers Nummer 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Und verließ ihnen die Kunde von den beiden Söhnen Adams, der Wahrheit entsprechend, als sie ein Opfer darbrachten. Da wurde es von dem einen von ihnen angenommen, während es von dem anderen nicht angenommen wurde. Der sagte, also von dem nicht angenommen wurde, ich werde dich ganz gewiss töten. Der andere sagte, Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Wenn wir uns zunächst erst einmal jetzt, bevor wir auf diese Ayah zu sprechen kommen, den Kontext dieser Ayah zu sprechen kommen, dann sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala zuvor, aber auch danach, immer wieder auch auf die Benu Israel eingeht. Immer wieder auf die Benu Israel eingeht, auf die Kinder Israels. Und es geht unter anderem in Surat Al-Ma'idah auch um was? Es geht auch um die Geschichte von Musa alayhi salam, wie er versucht hat, mit dem Benu Israel dann auch in Jerusalem einzumarschieren, aber sie ihn allein gelassen haben. Und es geht also um diese auch Akzeptanz der Wahrheit, die auf den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam herabgekommen ist. Und die Gelehrten sagen, es geht hier unter anderem darum, dass einige der Leute der Schrift Neid entwickelt haben gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er nämlich selbst keiner von ihnen gewesen ist. Und wenn wir jetzt natürlich auch noch betrachten, gut, von wem stammt Musa alaihi salam ab und von wem stammt Muhammad sallallahu alaihi wasallam ab? Von wem stammt Musa ab? Auf welchen Propheten geht Musa alaihi salam zurück? Ja, auf Ishaq, der Sohn von Ibrahim. Und auf wen geht Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurück? Auf Ismail. Und beide sind Söhne von Ibrahim. Das heißt, es geht hier um die Auseinandersetzung zwischen was? Zwischen zwei Brüdern. Subhanallah, guck mal, der Kontext, unglaublich, oder? Es geht hier um die Auseinandersetzung zwischen den Ismailiten und zwischen den Ishaqiten, sagt man nicht, also den Benu Israel, würde man dann in diesem Fall sagen. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt das in diesem Kontext und uns aufzeigen, ja, guck mal, wohin der Neid und der Hass auf den anderen, selbst wenn es sich um Brüder handelt, führen kann. Nämlich zu Blutvergießen, zum Ablehnen der Wahrheit. Dass ich nicht aufrichtig bin in dem, was ich tue, sondern dass es mir nur noch um die Sache geht, aber nicht mehr wirklich um Allah subhanahu wa ta'ala und um die Wahrheit geht. Und dass ich vielleicht nur noch äußerlich gesehen die Rituale praktiziere, aber nicht mehr verstanden habe, um was es eigentlich bei diesen Ritualen geht. Ein grundsätzliches Problem, was wir immer wieder in der Geschichte haben, auch unter Muslimen haben. Dass viele Muslime genau dieselben Fehler machen, welche im Koran über die Leute der Schrift erwähnt werden. Eigentlich alle Fehler, die Allah Ta'ala im Koran moniert und kritisiert in Bezug auf die Leute der Schrift, wiederholen eigentlich heutzutage auch die Muslime. Und ich bin mir absolut sicher, wäre Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht das Siegel der Propheten gewesen, würden wir wahrscheinlich auch schon längst ausgetauscht worden sein. Wäre er nicht das Siegel der Propheten, würden wir wahrscheinlich genauso wie die vorherigen Gemeinschaften ausgetauscht worden sein. Aber er ist das Siegel der Propheten. Und dementsprechend wird es immer wieder in seiner Umma auch Menschen geben, welche die Wahrheit hervorheben werden, sodass diese Umma auch wirklich bis zum jüngsten Tag bestehen bleibt. Aber es geht hier also um was? Es geht hier um einen Brüderstreit. Es geht hier um den Streit, wer steht Allah näher? Es geht hier um Eigenschaften wie Neid, wie Hass auf den anderen. Das ist das, worum es in dieser Geschichte geht. Und Allah subhanahu wa ta'ala erfordert jetzt von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ihnen diese Kunde noch einmal zu verlesen. Schaut mal, ihr macht eigentlich genau dasselbe, was damals die beiden Söhne Adams gemacht haben. Es ging ihnen auch um die Wahrheit und wer hält eher an der Wahrheit fest, wobei der eine gottesfürchtig gewesen ist und der andere nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier jetzt eine ganz konkrete Gegebenheit an.
Wir wissen nicht, was der Hintergrund ist, nur durch die Überlieferung. Allahu a'lam, ob das richtig ist oder nicht. Aber beide sollten, aus welchem Grund auch immer, ein Opfer darbringen. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. Als sie ein Opfer darbrachten. Qurban. Das Wort Qurban ist sehr wichtig. Und zwar übersetzt wird es als was? Als Opfer. Aber wir benutzen doch auch ein anderes Wort im Arabischen für Opfer. Das Opferfest heißt doch nicht Eid al-Qurban. Sondern wie heißt das Opferfest? Eid al-Adha. Von Tadhiyah. Dass ich ein Opfer darbringe. Warum spricht hier Allah subhanahu wa ta'ala jetzt von Qurban? Im Türkischen benutzt man ja auch, glaube ich, weiß ich das, Qurban, oder? Es kommt von diesem arabischen Wort. Was heißt denn aber Qurban? Von welchem Verb kommt denn Qurban? إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانَ. Von welchem Verb kommt von Qurban? Was? Ja, قَرَبَ قَرِيب, das heißt nahe sein. Und wenn ich sage قَرَّبَ, dann versuche ich, einer Sache näher zu kommen. Oder sie näher zu mir zu bringen. Und deswegen, wenn ich sage أَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ, dann bedeutet das, ich versuche Allah Ta'ala näher zu kommen. Also es ging hier um was? Es ging hier um eine wichtige Frage. Und zwar, wie komme ich Allah Subhanahu wa Ta'ala näher? Wie kann ich mich Allah nähern? Und sie sollten beide, wie wir das jetzt, wie gesagt, aus den Geschichten haben, ein Opfer darbringen. Wobei der eine ein sozusagen Bauer gewesen ist, der angebaut hat. Und der Weizen anbaute, wie auch immer, was er auch da immer angebaut hat. Und der andere war jemand gewesen, der Tierzucht begangen hat oder betrieben hat. Habil soll Tierzucht betrieben haben und Qabil soll Agrarwirtschaft betrieben haben. Also irgendwelche Weizenpflanzen, was es auch immer zur damaligen Zeit gegeben hat, betrieben haben. Und jetzt sollten beide ein Opfer darbringen. Und sie haben es auch gemacht. Wobei Qabil, Kain, das Schlechteste vom Schlechten als Opfer dargebracht hatte und ausgesucht hatte. Also ihm ging es nur um das Äußerliche. Hauptsache ich habe etwas gemacht. Während Habil das Beste vom Besten auserwählt hatte. Und die Ulama sagen jetzt, zur damaligen Zeit war es so gewesen, dass wenn ein Opfer angenommen wurde, eine Flamme vom Himmel kam und dieses Opfer verbrannte. Als Zeichen dafür, dass es anerkannt wurde und angenommen wurde von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie es Allah ta'ala hier in diesen Ayat sagt, es wurde nur das Opfer angenommen von Habil, von Abel, aber nicht das Opfer von Qabil, von Kain. Und das hat wiederum dazu geführt, dass sein Zorn und seine Wut und sein Neid auf seinen Bruder noch stärker wurden. Sie wurden nicht weniger, sie wurden noch stärker. Und hier lernen wir erstmal etwas sehr, sehr Wichtiges, meine lieben Geschwister. Etwas, was wir in jedem Fall beherzigen sollten. Und zwar, wenn wir etwas tun für Allah Ta'ala, dann sollten wir das mit Herz tun. Wenn wir etwas opfern für Allah Ta'ala, dann sollten wir das mit Aufrichtigkeit tun. Wenn wir bereit sind, etwas zu geben, fi sabilillah, dann sollten wir das immer mit Ihsan tun, mit Perfektion und in bester Weise. Nicht einfach nur, ich habe es getan, um meine Pflicht erfüllt zu haben, sondern weil ich versuche wirklich, die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala dadurch zu erlangen. Den Sahaba radwanullahi alayhim war das bewusst gewesen. Es wird überliefert von Aisha radiallahu anha, dass sie, wenn sie gespendet hat, das Geld, was sie gespendet hat, vorher parfümierte. Und einige fragten sich, warum sie das tue. Und sie fragten sie, warum machst du das, O Umm al-Mu'minin? Woraufhin sie sagte, diese Spende, die ich gebe, sie fällt in die Hand Allahs, bevor sie in die Hand des Bedürftigen fällt. Subhanallah. Ihsan.
im Opfer, Ihsan in der Spende, Ihsan in dem, was ich tue. Ich mache es nicht einfach nur, um es gemacht zu haben, sondern ich mache es, damit es Allah Ta'ala von mir auch akzeptiert. Weil sonst verkommt dieses Ritual einfach nur zu einer sozusagen Bewegung, nicht mehr und nicht weniger. Ja, und wir wissen, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala sogar einen Menschen bestrafen kann dafür, dass er mit einer falschen Absicht etwas Gutes tut. Man könnte ja meinen, es wird einfach nur nicht akzeptiert. Nein, Allah Ta'ala könnte dich sogar dafür bestrafen. Und wir haben die Überlieferung von den drei Männern, welche allesamt etwas Gutes getan haben. Der eine hat viel gespendet, der andere hat viel Koran gelesen und Wissen gelehrt. Der dritte, er hat auf dem Wege Allahs gekämpft und ist sogar auf dem Wege Allahs gestorben. Und Allah Ta'ala, er fragt sie am jüngsten Tag, warum habt ihr das getan? Und sie werden sagen, wir haben es getan, damit wir, wie gesagt, etwas Gutes tun auf deinem Wege. Jeder auf seine Weise. Woraufhin dann Allah und die Engel antworten werden, du lügst, du hast es nur getan, damit die Menschen sagen, du bist ein freigebiger Mensch, du bist ein Held oder du bist ein großer Gelehrter. Und daraufhin sagt dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَهَاُولَاءِ أَوَّلُ مَنْ تُسَعَرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Diejenigen sind die Ersten, welche am jüngsten Tag von den Flammen der Hölle erfasst werden. Also es ist nicht so, dass es nicht nur nicht akzeptiert werden könnte, sondern wenn du es auch noch mit der falschen Absicht machst und den Menschen etwas vorgaukelst, was du eigentlich gar nicht bist, dann könnte es sogar dazu führen, dass du dafür bestraft wirst. Und deswegen, lasst uns versuchen, an unserer Aufrichtigkeit und unserem Ihsan, wenn wir etwas tun, zu arbeiten. Dass ich jedes Mal mich frage, bevor ich etwas tue, warum mache ich das? Und dass, wenn ich etwas tue, es in bester Weise tue. Jetzt ein anderes Beispiel oder ein anderer Bereich. Es geht ja um die Aufopferung. Es geht jetzt beispielsweise um die Moscheearbeit. Es gibt viele Geschwister, Alhamdulillah, die wollen was in der Moschee machen. Aber du merkst dann bei einigen Leuten, sie kommen ihrer Aufgabe, die sie übernommen haben, nicht wirklich nach. Und wenn man sie dann darauf anspricht, heißt sie, ja, es ist doch nur ehrenamtlich und ich bin auch nicht, es ist auch nicht irgendwie verpflichtend, etc. Nicht, weil sie keine Zeit hätten, sondern weil einfach das auf die leichte Schulter nehmen. Meine liebe Bruder, meine liebe Schwester, wenn du etwas machst für Allah Ta'ala, dann mach es richtig. Mach lieber ein bisschen weniger, aber mach es dafür richtig. Damit es Allah Subhanahu wa Ta'ala von dir annimmt. Aber einfach, ja, weiß ich nicht, nicht eine Aufgabe übernehmen und dann aber der Aufgabe nicht nachkommen. Ohne einen Grund zu haben, einfach weil ich zu faul bin. Weil ich keine Lust habe in dem Moment. Das ist etwas, ja, was dazu führt, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache nicht akzeptiert. Und wie gesagt, beide haben jetzt dieses Opfer dargebracht. Und jetzt wird eines angenommen, das andere wird nicht akzeptiert. Was sagt jetzt der Bruder zu seinem Bruder? Aufgrund seines Neides. لَأَقْتُلَنَّكْ. Ich werde dich töten. Ich werde dich ganz gewiss töten. Seine Absicht war, ihn wirklich umzubringen, weil der Neid auf ihn so extrem gewesen ist, dass er bereit ist, seinen Bruder zu töten. Und daran erkennen wir noch einmal, wie schlimm diese Krankheit des Neides ist. Hasad. Eine der schlimmsten Krankheiten überhaupt, vor der der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder gewarnt hat. Hass, Hass. Grundsätzlich in deinem Herzen, gegenüber deinen Geschwistern, gegenüber den Menschen, eine schlimme Krankheit. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Dabba ilaykum da'ul umami qablakum al-hasadu wal-baghda. Die Krankheiten der Gemeinschaften vor euch haben sich zu euch eingeschlichen. Neid und Hass. Al-baghda'u hiya al-haliqa. Dieser Hass, dieser Groll, den ich im Herzen habe gegenüber den anderen Menschen, ist das Rasierende. La aqulu tahliqu ad-din. Ich sage nicht, es rasiert die Religion. Tahliqu ash-sha'r. Es sozusagen rasiert die Haare ab oder schneidet die Haare ab. Walakin tahliqu ad-din. Sondern sie rasiert die Religion. Also mit anderen Worten, sie zerstückelt die Religion. Sie zerstört die Religion, sie zerstört den Glauben. Sie macht alles kaputt. Es gibt eine Überlieferung, die nicht ganz authentisch ist, aber die das sehr schön wiedergibt. Und zwar, dass Al-Hasad die Hasanat auffrisst, genauso wie das Feuer das Heu oder das Stroh auffrisst. Subhanallah. Ja?
frisst alles auf. Und deswegen muss ich immer wieder an mir arbeiten, ja, und versuchen, mein Inneres zu reinigen. Weil am Ende führt das immer zu Taten. Weil es bleibt nicht dabei, dass ich einfach nur in meinem Herzen diesen Groll empfinde, sondern ich schreite dann zu Taten über. Ich fange dann an, über die Person schlecht zu reden, versuche vielleicht sogar ihr zu schaden. Ja, und wenn es sehr schlimm ist, vielleicht sogar dann, ja, eine große Sünde zu begehen. Und das alles beginnt wo? Im Herzen. Und deswegen sagt unser Prophet, sagt Allah Ta'ala, was in Surat al-Hujurat? Ja, ayyuhal ladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann. O, die ihr glaubt, meidet viel von dem Denken über andere. Erstmal allgemein denken. Und dann sagt er, inna ba'd adh-dhanni ithm. Ein Teil dieses Dhanns ist Sünde, nämlich dann, wenn es Argwohn ist, unbegründet. Ich denke unbegründet schlecht über eine andere Person. Und dann sagt Allah Ta'ala, wa la tajassasu. Und dann, ja, und spioniert nicht einander nach. Weil das eine führt zum anderen. Ich fange an, nach Fehlern zu suchen bei meinem Bruder, bei meiner Schwester. Ah, die hat hier bestimmt was falsch gemacht. Ja? Irgendwas, ja, um ihn schlecht zu machen. Ich warte regelrecht. Ich freue mich regelrecht, wenn er Fehler macht. Damit ich schlecht über ihn reden kann. Damit ich sagen kann, ja, guck mal, ich habe es doch immer gewusst. Ja? Ja, der war doch, ich wusste es immer schon. Ja, der ist kein richtiger Muslim. Ja, ich suche regelrecht. Ich freue mich, ja, wenn er in eine Grube fällt. Und dann, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Und der eine soll nicht über den anderen schlecht reden. Ja, man fängt an, gegenüber sich schlecht, über sich selbst, über die anderen schlecht zu reden. Qala la aqtulannak. Er sagte, ich werde dich ganz gewiss töten. Und was ist die Antwort von Habil? Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Der andere sagte, Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Er hat ihm aufgezeigt, warum sein eine Gabe nicht angenommen wurde. Es lag an ihm, es lag nicht an Qabil, sondern es lag an ihm und es ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir lernen müssen. Und zwar, wenn du keinen Erfolg hast und der andere Erfolg hat in seinem Leben, dann liegt es nicht an demjenigen, der Erfolg hat, sondern es liegt an dir, dass du keinen Erfolg hast. Also, such nicht die Schuld bei demjenigen, der Erfolg hat, sondern such die Schuld bei dir selbst. Guck, was sind die Ursachen dafür, dass ich keinen Erfolg habe? Aber nur weil der andere Erfolg hat, heißt doch nicht, dass er der Grund dafür ist, dass du keinen Erfolg hast. Solange er dir nicht irgendwie deinen Erfolg gestohlen hat, wie auch immer. Ja, das kann es ja auch geben. Ja, aber grundsätzlich erst einmal. Ja, nur weil der eine erfolgreich ist, ja, heißt es doch nicht, ja, dass nur einer erfolgreich sein kann. Sondern es gibt Ursachen dafür, dass du nicht erfolgreich bist. Und nach diesen Ursachen musst du suchen. Und er hat ihn auf diese Ursache hingewiesen. Er hat gesagt, Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Er nimmt nur von denjenigen an, die, wenn sie ein Opfer darbringen, es auch richtig und vernünftig darbringen. Aber es sich einfach so hinschmeißen. Und deswegen, wir unterscheiden immer in unseren Taten zwischen der Pflicht, die ich erfüllt habe, und zwischen der Frage, ob Allah meine Tat angenommen hat. Immer wieder höre ich diese Frage, was ist denn mit jemandem, der Alkohol getrunken hat? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sein Gebet 40 Tage nicht angenommen wird. Darf er jetzt nicht beten? Die Frage an sich ist schon falsch. Er muss beten. Der Prophet sagt lediglich, es wird nicht angenommen. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, seine Pflicht gegenüber Allah hat er erfüllt. Er hat eine Pflicht. Das ist das Gebet. Aber nimmt Allah diese Pflicht auch an? Das ist eine ganz andere Frage. Das sind zwei Paar Schuhe. Es gibt viele Leute, die machen die Hajj. Aber sie machen die Hajj mit Haramgeld. Oder sie machen die Hajj mit einer falschen Absicht. Haben sie ihre Pflicht erfüllt? Eine der fünf Säulen des Islams erfüllt zu haben? Haben sie sie erfüllt? Ja. Aber wird die Hajj schon auch angenommen? Das ist eine ganz andere Frage. Das heißt mit anderen Worten, wird diese Hajj dazu führen, dass er das Paradies betreten wird, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Hajjul Mabrur, laysa lahu jaza'an illa al-Jannah. Die angenommene Hajj kennt keine andere Vergeltung als das Paradies. Das ist eine ganz andere Frage. Steht auf einem ganz anderen Blatt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den ich verstehen muss. Wir müssen unterscheiden zwischen der Handlung selbst, die ich dann erfüllt habe, und der Frage, ob Allah subhanahu wa ta'ala diese Handlung von mir auch akzeptiert hat und angenommen hat. Und Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda, er sagte, ich würde mich freuen und es wäre mir mehr wert als die gesamte Dunya und was in ihr ist, wenn ich wissen würde, dass Allah ta'ala auch nur eine einzige Sajda, eine einzige Niederwerfung von mir angenommen hat. Subhanallah. Das heißt nicht, dass Allah Ta'ala willkürlich ist oder nichts von den Menschen annehmen möchte. Nein, es ist einfach nur diese Einstellung des Mu'mins. Dass er zwischen was lebt, zwischen Khauf und Raja.
Ja, auf der einen Seite Ehrfurcht gegenüber Allah und auf der anderen Seite Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt, nachdem es zu diesem Dialog kam, oder jetzt geht dieser Dialog weiter, entschuldigt bitte. Und zwar Habil, er ermahnt jetzt seinen Bruder. Er macht Da'wah mit ihm, er zeigt ihm auf, wie falsch er denkt. Und was sein Handeln, wenn er das auch wirklich umsetzen sollte, für Konsequenzen haben wird für ihn. لَإِنْ بَسَطَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. Wenn du deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich meine Hand nicht nach dir ausstrecken, um dich zu töten. Warum? Was ist der Grund? Ist er schwächer als er? Kann er sich nicht wehren? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Sondern, إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ich fürchte Allah, den Herrn der Weltenbewohner. Allahu Akbar. Das heißt, Habil, er sagt seinem Bruder, guck mal, ich werde mich nicht wehren, weil ich möchte nicht der Erste sein, der Blut vergisst. Ich möchte nicht der Erste sein, der Blut vergisst. Ist Selbstverteidigung im Islam erlaubt? Ja, es ist erlaubt. Es ist nicht verboten, dass man sich selbst verteidigt, wenn dich jemand angreift. Aber es ist so, wie damals Uthman ibn Affan gesagt hatte. Und zwar Uthman ibn Affan, als er belagert wurde von den Rebellen in Medina, da hatte er die Möglichkeit gehabt, sich zu wehren. Und er hat auch sein Haus bewachen lassen von den Sahaba radhiyallahu anhu. Aber er hat gesagt, ich möchte nicht der Erste sein, der Blut vergießt unter den Muslimen. Weil es gab es vorher so nicht unter den Muslimen. Es gab vereinzelt Leute, die vielleicht ermordet haben, etc. Aber jetzt so richtig Brüderkampf gab es nicht. Und subhanallah, er hat sich umbringen lassen. Er hat an seinem Amt festgehalten, aber er hat sich umbringen lassen. Warum? Er wollte dieses Sunna nicht einführen. Und Habil, als die ersten Menschen überhaupt, er wollte nicht derjenige sein, der als erstes Blut vergisst. Weil er wusste, wie schwerwiegend das ist. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnt uns davor. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diesbezüglich, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. Wenn zwei Muslime aufeinander stoßen mit ihren Schwertern, so sind derjenige, der getötet hat und derjenige, der getötet wurde, in der Hölle. Dann fragten die Sahaba, ja Rasulallah, هذا القاتل فما بال المقتول. Und Gesandter Allah sagt, okay, der Mörder, okay, verstehen wir ja. Aber was kann der Getötete dafür? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ. Er hatte die Absicht, er war darauf bedacht gewesen, seinen Bruder umzubringen. Hier sprechen wir über einen Streit. Ja, hier geht es um was, wie die Gelehrten gesagt haben, um einen Streit, um die Dunya, etwas, was nicht gerechtfertigt ist, ja, um sich gegenseitig sozusagen zu töten. Und beide wollten einander töten, im Unrecht. Und deswegen werden beide nach ihrer Absicht dann auch beurteilt. Anders, als wenn ich angegriffen werde. Ja, wenn ich angegriffen werde, kann ich mich wehren. Notwehr ist im Islam erlaubt. Ja, aber hier ist ja der eine ganz klar im Unrecht und der andere ganz klar im Recht. Das ist ein großer Unterschied. Und hier geht es Habil worum? Es geht ihm darum, er will nicht der Erste sein, der diese Sunna einführt. Also lieber ist er bereit zu sterben und sein Leben zu lassen, als dass er etwas tut, was zu einer Sunna werden könnte unter den Menschen. Und es sollte ja auch so werden. Wir kommen nachher noch auf einen Hadith zu sprechen, der einen Angst einflößt diesbezüglich. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, diese moralische Einstellung, die ich haben sollte als Muslim. Es gibt bestimmte Situationen, wo ich als Muslim, ja, vielleicht sogar bereit sein muss, mein eigenes Leben zu opfern für das eines anderen. Was für eine Situation könnte das sein? Und zwar kommen diese Situationen immer wieder an den unterschiedlichsten Orten der Welt vor. Jetzt gerade, in diesem Moment wird es solche Situationen geben. Jetzt gerade, wo wir hier sitzen, wird es solche Situationen geben. Und zwar, wenn es um Menschen geht, welche in einem Sicherheitsapparat einer Diktatur arbeiten, eines Folterstaates, der andere Menschen unterdrückt, politische Gefangene foltert, vergewaltigt, umbringt. Wie gehe ich jetzt als Soldat, als Polizist, als Gefängniswärter damit um? Kann ich einfach sagen, weil mir das befohlen wurde, foltere ich jetzt diesen Menschen, von dem ich weiß, dass er unschuldig ist?
töte ich ihn einfach, obwohl ich weiß, dass er unschuldig ist? Oder ich hatte neulich ein Video gesehen, vor 2 Monaten ungefähr, von einem Scheich, ein ägyptischer Scheich, dem wurde genau diese Frage gestellt. Subhanallah, ruft jemand an aus Ägypten, er selbst Ägypter lebt im Exil, und dann ruft ihn jemand an und sagt: Scheich, ich habe jemanden umgebracht, weil mir das befohlen wurde. Der Scheich ist ausgerastet. Meinte, wie kannst du so etwas tun? Hat ihm natürlich dann auch Hoffnung gemacht auf Taube etc., aber grundsätzlich erstmal, wie kannst du, ist dein Leben mehr wert als das des anderen? Dass du dir das Recht nimmst, ja, ihn umzubringen? Ist das nicht? Und daran erkennen wir diesen moralischen Aspekt, warum hat Habil darauf verzichtet? Nicht, weil er sich nicht hätte wehren können. Nicht, weil er sich auch nicht hätte wehren dürfen. Er hätte sich wehren dürfen in diesem Fall. Sondern weil er aus Weitsicht heraus nicht der erste Mensch sein wollte, der auf dieser Erde Blut vergießt. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wer ist ihr Vater? Adam. Adam ist auch ein Prophet. Adam bringt ihnen die Moral bei. Er bringt ihnen bei, was richtig und was falsch ist. Und er weiß, was richtig und was falsch ist, subhanallah. Und er weiß, was auf die Menschheit zukommen wird in Zukunft. Und er wollte nicht derjenige sein, der dieses Tor aufbricht. Und der Grund, inni akhafu Allah rabbal alamin, ich fürchte Allah, den Herrn der Weltenbewohner. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik. Fatakuna min ashabin nari wa dhalika jaza'u al-zalimin. Ich will, dass du meine und deine Sünde auf dich lädst und so einer von den Insassen des Höllenfeuers sein wirst. Das ist der Lohn der Ungerechten. Was ist damit gemeint mit dieser Ehe? Sagt er, ich will, dass du in der Hölle bist? Nein, darum geht es nicht. Sondern er zeigt ihm auf, es gibt 2 Möglichkeiten. Ja? Es gibt 2 Möglichkeiten hier. Entweder, ja, bin ich in der Hölle und muss deine Sünde tragen, oder du bist in der Hölle. Und wenn es darauf ankommt, dann möchte ich lieber derjenige sein, der unschuldig ist und nicht das Höllenfeuer betritt. Und ich möchte nicht derjenige sein, der als erstes die Hand erhebt. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik. Ich will, dass du meine und deine Sünde auf dich lädst. Fatakuna min ashabina. Und die Konsequenz dessen ist was? Also er wünscht sich nicht, dass er zu den Leuten des Höllenfeuers gehört, das ist ja sein Bruder. Sondern er ermahnt ihn und sagt, wenn du das tust, dann wirst du all meine Sünden tragen, die ich begangen habe in meinem Leben. Du wirst alles auf dich nehmen müssen und auch noch die Sünde tragen, die du selbst begangen hast. Und das führt dann wiederum wozu? Dass du im Höllenfeuer landest. Und diese Ayah ist unglaublich wichtig, meine lieben Geschwister im Islam. Weil sie bestätigt noch einmal etwas, was wir immer wieder in der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam bestätigt bekommen haben. Und zwar, dass wenn du anderen Menschen Unrecht tust, dass du ihre Lasten tragen musst. Entweder indem du deine Hasanat abgibst oder sie ihre Sayyiat nehmen und auf dich raufpacken. Aber es wird ein Transfer von Hasanat und Sayyiat stattfinden. Und zwar immer gegen dich und nicht für dich. Immer gegen dich und nicht für dich. Wenn du anderen Menschen Unrecht getan hast. Und ich erinnere noch einmal an diese unglaublich ermahnende Überlieferung, in der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Sahabe die rhetorische Frage stellt: Atadruna man al-muflis, wisst ihr, wer der pleite gegangen ist? Und sie antworteten: Al-muflis fina man la dirham lahu wa la dinar. Der Muflis unter uns ist derjenige, der pleite gegangen, der weder Gold noch Silbermünze hat. Und er daraufhin sagte: Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Der Muflis meiner Umma ist derjenige, der am jüngsten Tag mit guten Taten kommt. Er hat gebetet, er hat gefastet, alle seine Pflichten erfüllt. Aber er hat jemanden beschimpft und jemanden geschlagen und jemanden Drittes hat er in seiner Ehre gekränkt und jemanden Viertes hat er umgebracht und hat Blut vergossen. Woraufhin er sein Hasanat verlangen wird und der andere seine Hasanat verlangen wird. Und wenn all seine Hasanat aufgebraucht sind, werden ihre Sayyiat genommen und auf ihn getan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Und nicht nur das, sondern unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte folgendes: Man sanna sunnatan sayyi'ah. Wer einen schlechten Brauch einführt, der trägt die Last dieses Brauches und die Last all jener, welche ihn praktizieren bis zum jüngsten Tag. Subhanallah. Und wer einen guten Brauch einführt, der kriegt
den Lohn dafür und den Lohn all derjenigen, die nach ihm kommen werden bis zum jüngsten Tag. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über den ersten Sohn Adams, der getötet hat, was? Dass er diese Sunna eingeführt hat und dementsprechend jedes Blut, was bis zum jüngsten Tag vergossen wird, auf ihm lasten wird. La ilaha illallah. Schaut euch das mal vor, wie viele Menschen umgebracht wurden in der Menschheitsgeschichte. Zu Unrecht. Und er wird all das tragen. All das wird er auf sich nehmen müssen. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Weil er diesen schlechten Brauch eingeführt hat. Und ich muss mir immer über eines im Klaren sein. Wenn mein Nefs mir sagt, komm, tu noch Unrecht, um in irgendetwas zu gelangen. Wie lang ist diese Dunya? Was sind 10, 20 Jahre, die du mehr leben würdest? Nichts. Schaut mal, wie viele tausende Jahre schon Qabil und Habil gestorben sind. Ja, und was waren dann diese vielleicht 10, 20 Jahre, die sie länger gelebt hätten? Nichts. Überhaupt nichts. Am Ende dieses Leben ist kurz, subhanallah. Wichtig ist, wie kehre ich zu Allah zurück? Und dass ich, wenn ich zu Allah zurückkehre, keine Last auf meinen Schultern trage. Und jetzt fügt er noch hinzu, er sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was passiert ist. Danach, nachdem er diese Ermahnung gehört hat, anstatt dass er in sich kehrt und Taube macht und zu Allah zurückkehrt, nein. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Doch machte ihn seine Seele willig, seinen Bruder zu töten, sein Nefs. Er hat auf seinen Nefs gehört. Er brauchte nicht mal den Shaitan. Guck mal, der Shaitan kam gerade frisch aus dem Paradies. Ja, der war da gewesen. Er brauchte nicht mal den Shaitan. Es war sein Nefs gewesen. Es war diese Krankheit in seinem Herzen gewesen, welche ihn dazu gebracht hat, dass er trotz alledem, obwohl er wusste, dass es falsch ist, obwohl er diese Ermahnung gehört hat, seinen Bruder umgebracht hat. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. Doch machte ihn seine Seele willig, seinen Bruder zu töten. Und deswegen, meine lieben Geschwister, wenn du dich verändern möchtest in deinem Leben, dann musst du an deinem Nefs arbeiten. Anders geht das nicht. Von nichts kommt nichts. Ohne Arbeit wirst du niemals etwas erlangen können. Ohne Mujahedatun Nefs, das Bemühen gegen deine eigene Seele, wirst du dich niemals verändern können, egal was du machst. Du wirst dich niemals verändern können, egal was du dir vornimmst. Du wirst es nicht erreichen. Du musst bereit sein, an dir zu arbeiten. Und deswegen, Allah Ta'ala sagt es klar und deutlich. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Und diejenigen, die sich in uns bemühen, in uns anstrengen, denen werden wir unsere Wege aufzeigen. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Und Allah ist wahrlich mit den Gutestuenden. Wenn du bereit bist, Gutes zu tun, wenn du an dir arbeitest, wenn du versuchst, deinen Nefs zu bekämpfen, dann wirst du auch etwas erreichen. Sei dir dessen sicher. Wenn du dich aber gehen lässt und immer nur das tust, was dein Nefs gerade möchte und worauf es gerade Lust hat, dann wirst du nie in deinem Leben etwas erreichen. Weder in der Dunya noch im Akhirah. Es gibt viele Leute, die schaffen das in Bezug auf die Dunya. Warum? Warum schaffen es Leute, subhanallah, es gibt sehr merkwürdig hier, es gibt Leute, die können jeden Tag ins Fitnessstudio mehrere Stunden gehen. Und die sind unglaublich diszipliniert, unglaublich. Achten auf ihre Ernährung. Ja, machen Diät, halten Diäten ein, ihren Essensplan halten sie ein. Und wenn du dann zu ihnen sagst, ach, ja, bete mal, oh, ist zu viel für mich. Allahu Akbar, ja, du schaffst es jeden Tag zwei, drei Stunden, wenn sogar länger, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich kenne Leute persönlich. Und dann ist es für dich zu viel, 10 Minuten zu beten? Schaffe ich nicht. Warum schaffen sie das nicht? Was ist der Grund? Weil bei dem einen sehen sie das Ergebnis sofort. Sie sehen es an ihrem Körper, kriegt Muskeln. Er sieht das. Bei dem anderen sieht er das Ergebnis nicht sofort. Es ist eigentlich sofort da, das Ergebnis. Die Seele wird erleichtert, all diese Dinge. Das Ergebnis ist schon da, in dem Moment. Nur, es ist für ihn nicht greifbar. Es ist für ihn was? Es ist für ihn nicht greifbar. Es ist für ihn zu abstrakt, es ist für ihn zu weit weg. Aber das Problem ist, ja, dass, wie gesagt, am Ende es immer auf dich selbst ankommt. Bist du bereit, an dir zu arbeiten oder bist du nicht bereit, an dir zu arbeiten? Und wenn du bereit bist, an dir zu arbeiten, dann wirst du sehen, wird es auch Ergebnisse geben. Und das Problem ist, er war nicht bereit gewesen, an sich zu arbeiten, hat auf seinen Nefs gehört, hat seinen Bruder getötet, heimtückisch. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, warum sich Habil dann auch nicht gewehrt hat. Ja? Und zwar, wie es in den Überlieferungen heißt, er hat ihn getötet während des Schlafes. Er hat einen Stein genommen und auf ihn raufgeschmissen, sodass sein Kopf zertrümmert wurde. Ja? Er hätte sich so und so nicht wehren können.
Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und so tötet er ihn und er wurde einer von den Verlierern in jeder Hinsicht, hat alles verloren. Hätte er Taube machen können? Hätte er bereuen können? Er hätte bereuen können. Hat er es getan? Nein. Wir werden gleich sehen, was er gemacht hat. Er hat lediglich eine Art Bedauern verspürt, weil er nicht das erreicht hat, was er erreichen wollte. Weil am Ende wollte er was? Er wollte etwas von dieser Dunja haben. Er wollte seine eigene Zwillingsschwester heiraten. Hat er wahrscheinlich nicht erreicht. Aber er hat nicht bereut, weil es sozusagen, weil er eine Sünde begangen hat, sondern nur wegen Dunja-Angelegenheiten. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبَحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي. Da schickte Allah einen Raben, der in der Erde scharrte, um ihm zu zeigen, wie er die böse Tat an seinem Bruder verbergen könne. Musst du sich vorstellen? Die Leute, die ersten Menschen, die hatten keine Ahnung, was macht man mit einem Toten. Die, woher auch? Ich meine, woher sollten die das auch wissen? Wie soll man einen Toten bestatten? Wo soll man mit dem sozusagen verstorbenen Körper hin? Und Allah Ta'ala, er hat ihm das gezeigt. Und zwar anhand von zwei Raben. Der eine Rabe hat den anderen Raben getötet und hat dann ein Loch in der Erde gegraben und hat dort den toten Raben hineingetan. Er hat das gesehen, ja, und er hat dann daraufhin gesagt, ja, قَالَ يَا وَيْلَتَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي. Er sagt, oh, wie mir, war ich unfähig zu sein wie dieser Rabe und die böse Tat an meinem Bruder zu verbergen. Sau'a ist die Blöße. Wir hatten auch darüber gesprochen gehabt, im vorletzten Unterricht, wo es um die Sau'a von Adam und Hawa ging. Und wir hatten auch aufgezeigt gehabt, warum sie sozusagen dann ihre Kleidung verloren haben. Das nennt man Sau'atan. Ja? Mayasu'uke, das, was du nicht sozusagen möchtest, dass die anderen Menschen das von dir sehen. Und er wollte nicht, dass die Leute sehen, dass er seinen Bruder getötet hat. Und er sagt daraufhin, oh wehe mir, war ich unfähig zu sein, wie dieser Rabe und die böse Tat an meinem Bruder zu verbergen. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. So wurde er von denjenigen, die bereuen, die bedauern. Aber nicht, weil er wirklich Taube gemacht hat, um zu Allah zurückzukehren, sondern lediglich, weil er das, was er damit angestrebt hat, nicht erreichen konnte in dieser Dunya. Und deswegen hat Allah Ta'ala ihn dann auch genau diese Last auferlegt auf seinen Schultern. Das ist eine der traurigen Geschichten in der Menschheitsgeschichte. Ja, das sind die beiden Söhne Adams, die Söhne eines Propheten. Und der erste Mord, der in der Geschichte geschehen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns diese Geschichte, um uns zu warnen vor dieser gewaltigen Sünde, zu warnen vor den Krankheiten, welche zu solch einer Sünde führen. Und deswegen kommt direkt im Anschluss nach dieser Geschichte, welcher Ayah? Min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nas jami'a. Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben: Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Wa man ahyaha fakannama ahya an-nas jami'a. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Ja? وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Unsere Gesandten sind bereits mit klaren Beweisen zu ihnen gekommen, danach aber sind viele von ihnen wahrlich maßlos auf der Erde geblieben. Das ist die Geschichte von Qabil und Habil gewesen. Viel mehr wissen wir nicht über sie, außer was dann sozusagen aus den Israeliten, aus diesen Überlieferungen hervorgeht. Wir werden insha'Allah ta'ala dann in der kommenden Woche in Ahyan Allah ta'ala, sollten wir noch insha'Allah am Leben sein, werden wir dann, bi'iznillah azza wa jal, über die Zeit nach Adam alayhi salam sprechen. Wir werden auf den ersten Propheten eingehen, der auch aus einigen Überlieferungen hervorgeht, und zwar den Propheten Shith alayhi salam. Da ist nicht viel über ihn überliefert, ja, wir werden das kurz erwähnen, um dann weiter sozusagen auf die weiteren Propheten dann einzugehen. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.